Was geht ab, liebe Sportfreunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren sportlichen, eisigen, frostigen Folge NHL 21 Saisonmodus mit der Rapperswil Jona Lakers Saisonstart. Wir starten, also let's go! Ja, und somit ein herzliches Moin Moin da aus Bern zum allerersten Saisonspiel. Wir spielen das Spiel, wo ihr abgestimmt habt, und wir werden das nächste Spiel auch Biel nehmen, weil ihr habt euch Bern gewünscht, weil die Saison startet, und ihr habt euch auch Biel gewünscht und natürlich auch noch andere sehr, sehr coole Teamvorschläge. An dieser Stelle danke ich euch viel, viel mal, dass ihr abgestimmt habt, und wir werden gerade einsteigen mit dem SC-Bern. Und weil ihr so tatkräftig mitgestimmt habt, dann die nächste Partie gegen den EHC Biel spielen. Aber da ein Sieg im allerersten Spiel gegen den Favorit, das wäre doch schon mal ziemlich nice. Und die Berner legen auch schon ziemlich was drauf. Ja, was cool wäre, wenn die Schweizer Teams endlich mal Sponsoren auf den Trikots hätten. Das Update, auf das erwarte ich sehnsüchtig. Mal schauen, ob sie es das Jahr schaffen. Und die erste gute Möglichkeit für Rapperswil Jona Lakers. Weitschuss am Goal vorbei. Und man merkt hier, die Genauigkeit der Spieler ist halt nicht so okay. Und wir werden jetzt in dieser Partie und im Verlauf dieser Spiel immer mehr mal ein bisschen drauf schauen, wo unsere Schwachstellen sind im Team. Center haben wir sicherlich nicht einen guten oder nicht viele gute. Da könnten wir uns in der Breite vom Kader sicherlich noch ein bisschen verbessern. Niefler sicherlich ein guter Goalie. Da wäre die Option noch Henrik Lönnqvist, bevor er weggeschnappt wird. Aber das schauen wir alles in der nächsten Partie an. Denken wir die nächste Partie. Zuerst schauen wir mal, wo unser Schwachpunkt ist in dem Team. So, schön haben wir die Scheibe zurückgeholt. Schuss am Goal vorbei. Ja, Bern auch immer wieder mit guten Möglichkeiten. Das Spiel sehr, sehr offen, sehr, sehr ausgeglichen. Duffner holt sich die Scheibe. Gutes Vorchecking hier von den Berner. Wir müssen das Spiel schnell machen und kommen gerade mal hier zur ersten fast guten Möglichkeit in dem Spiel. Bern rau. Und da zieht er durch und der Niefler mit dem Safe. Niefler hebt die Scheibe, macht aber das Spiel schnell. Wetter, geht der Pass, oh, und da ist ein bisschen langsam gewesen. Pass wieder, noch Schuss, nochmal ein Schuss, jawohl, da ist er, Führungstreffer für die Lakers. Erstmalige Führung für die Saison von der Rapperswil Jona Lakers, Gianmarco Wetter. 14:33 sind gespielt, sehr, sehr durchzogen, ein paar gute Chancen haben wir jetzt gehabt, und da der Abpraller können wir zum 1:0 verwerten. Und einfach die Scheibe aufs Goal bringen. Abpraller versuchen, irgendwas wird es nicht. Why not? So. Schnell Spiel machen. Da möchte ich ja schnell das Hockey spielen. Da möchte ich auch, wenn wir irgendwas traden oder so, Spieler, die recht schnell sind. Da ist immer gut. Schnelle Flügel, die über die Seite Druck machen können. Und schöne Pässe können gehen. Ja, das ist gut verteidigt von der Berner. 1:40 noch zu spielen in dem Drittel. Lakers, Frabizieren da kurz Vorchecking, aber auch die Berner, und das geht eine Strafe. Powerplay Rapperswil, 1 Minute vor Schluss. Können Sie mal reinschreiben, wie ihr es findet. Möchten ihr einfach nur die Highlights, nur die Gold von mir? Oder möchten ihr auch wirklich ein bisschen mehr Gameplay, mehr Hockey auf meinem Channel? Meiner Meinung nach gehört das auch dazu. Aber YouTube ist schnelllebig. Bei dir will man dann einfach nur die Highlights. Dann kann ich auch nur 10 Minuten Videos machen. Ihr könnt es gerne mal reinschreiben. Die Abstimmung für euch heute. Möchten ihr, dass ich hier 2:0 in Führung gehe? Auf jeden Fall. Aber möchten ihr, dass ich nur die Highlights bringe? Oder finden ihr es cool, dass ich da auch ein bisschen mehr Gameplay sehen lasse? Ich tue natürlich immer wieder ein bisschen schneiden. Das muss nicht 25 Minuten gehen, das Video, oder länger. Aber nur die Highlights. Ihr könnt es entscheiden. Bern jetzt hier ein bisschen mit der Druckphase.
Tiefer Pass. Könnte das was werden? Pass ins Slot. Oh, und Pass für ein Save. Wirklich gut gemacht. Gut verschoben vom Goalie. Gegenstoß. Uiuiui. Möglichkeit von Bern. Auch Bern mit einer super Möglichkeit. Jetzt geht es da drunter und drüber in dem Spiel. Nachdem das ein bisschen hier und her plätschert ist, beide Teams mit guter Chance hat es 3-0. Rapperswil mit einem Hammerschuss. 3-0 Führung. Wow, neuer Spielstand. Rapperswil, Jona Lakers. 3! SC Bern 0. Dankeschön. Bitte. Wir haben zwar kein Heimmatch, das ist ja normalerweise ein Heimmatch, der zelebriert wird. Immerhin. Aber 3-0 Führung. Nehmen wir natürlich sehr, sehr gern. Und das Spiel könnte ja 2-2 stehen. Also es ist sehr ausgeglichen. Berner auch mit guten Chancen. Aber wir haben mehr und wir haben zwingendere Chancen. So. Icing. 2 gegen 1. Bern wieder mit einer guten Chance. Kniffler macht aber das, was er muss. Er hebt die Scheibe. Wieder eine gute Möglichkeit. So, Bern jetzt ein bisschen in der Druckphase. 5 Minuten vor dem Ablauf von dem zweiten Drittel. Die Möglichkeit vom 3:1 für die Berner. Wir machen das clever, ein bisschen Ruhe ins Spiel hineinbringen. Auswechseln lassen, wenn möglich. Jawohl, frische Kräfte. Und der Niefler wieder mit dem Save. Spielt das jetzt schnell, macht das clever. Moses, jetzt ein bisschen Ruhe hineinbringen ins Spiel. Wetter und ja, wenn man so die Scheibe verliert, dann darf man sich nicht wundern, wenn es einen so einen Counter gibt. Wow, was ist das Eigengoal? Ja, da ist der Niefler bereit. Meine Güte, da müssen wir aufpassen. Schöner Pass, Eckenberg, Pass. Das will einfach nicht. Da stimmt die Zuordnung noch nicht ganz bei den Lakers, aber das haben wir auch schon heute bei den Berner gehabt. Immer wieder einmal so ein Zuordnungsproblem. Und wir haben Mühe momentan anständig aus dem Drittel rauszukommen. Jetzt endlich wieder mal ihr offensiver Weitschuss. Karunen mit dem Safe. Und das Drittel geht mit Ach und Krach an uns. Spannend gewesen. Ab ins dritte Drittel. Unser grosses Problem ist Bulli gewinnen momentan. Bern hat 13 Schüsse, wir haben 12 Schüsse aufs Goal gegeben. Also eigentlich sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben aber die Goals gemacht, Berner nicht. Wir haben ein bisschen zwingendere Chancen gehabt, das kommt dazu. Nichtsdestotrotz, Berner machen jetzt momentan mehr Zug aufs Goal, mehr Druck aufs Goal, auch am Anfang von dem dritten Drittel. Und sie müssen früh das Goal schiessen, wenn sie zurück in die Partie kommen. Im Hockey geht schnell, 3 Goal ist nicht viel. Kann man einmal schiessen. Da wieder Berner, hey, ihr kriegt die Scheibe nicht weg. Berner machen Druck und wir sind nahe an einer Strafe, wir sind nahe an einem Goal. Wow, wir haben Glück. Wir haben den Niefler, der wirklich sehr, sehr gut hebt. Das ist unser grosses Problem momentan. Kreativ für die Spieler und Bulli gewinnen. Das einmal so als Feedback von mir für euch, wenn es darum geht, wenn wir einen Spieler traden oder als Free Agents verpflichten. Zwar hätte ich gerne mal den Lönnquist eventuell, aber der Niefler macht seinen Job eigentlich mehr als gut. Haben wir nicht böse, aber 2 gute Goalie haben, wäre ja auch nicht schlecht. Weißt du nicht, dass wir den Lönnquist immer drin haben müssen? Eckenberger. Ja, wir sehen, unsere Reihen sind hier schon arg rampeliert.
Ja, das darf natürlich nicht passieren in der Auswechslung. Niefler wieder mit einem Big Save. So was darf nicht passieren in Unterzahl. Einer allein vor dem Goal und dann ist es noch der Christian Sherway. Meine Güte, schlecht verteidigt, wirklich geschlafen momentan da. Verteidigung, die ganze Boxplay-Mannschaft von den Lakers. Ja, St. Galler jetzt da in dem Moment vom Spiel oder in den letzten 20 Minuten in dem Spiel recht unter Druck. Da die erste Möglichkeit in dem Drittel von uns, die richtige Möglichkeit, das noch in Unterzahl, Weitschuss am Goal vorbei. Wir sind zwar immer wieder mal aufs Goal gekommen, aber früh gestoppt worden von den Bernern. Auch jetzt wieder. Wir haben fast keine Möglichkeit ins Slot zu kommen. Jetzt mal mit einem Weitschuss. Das Powerplay geht aber langsam aus. Und Zeit auch. Zeit für Berner, das Spiel noch zu gewinnen. Aber wieder kommen sie gut vor das Slot vom Niefeler. Das wäre fast wieder eine Chance gewesen. Aber es steht nach wie vor immer noch 3-0. 7 Minuten 54 stehen noch auf der Uhr in diesem Spiel. Niefler Fanghand wieder parat. Ja, wir werden unter Beschuss genommen. Und jetzt haben wir auch mal eine Möglichkeit. Jetzt endlich wieder mal eine Möglichkeit. Und auch gegenüber mit einem guten Safe. Boah, der Abpraller, wenn wir den bekommen hätten, hätte es da 4-0 gestanden. Jetzt kriegen wir endlich da auch wieder mal ein bisschen was in dem Spiel. Vom Spiel überhaupt mit. Natürlich, Bern macht jetzt ein bisschen auf und wir haben die Möglichkeit immer wieder mit schönen Aktionen. Und das ist jetzt ein schönes Tic-Tac-Toe, 4-0. Ja, was geht ab in dem Spiel? Bern drückt, Bern macht gut, 25 Minuten Dauerdruck auf den Malmö Niefer, kriegt kein Goal an. Wir kriegen mal so, ja, ich sage mal so, eine Minute ein bisschen mehr Luft, kriegen ein bisschen mehr Platz, kriegen ein bisschen mehr Möglichkeiten zum Kreieren und dann sowas. 4-0, der Drops ist gelutscht und das Goal ist jetzt mehr als geil. Und warum jetzt Berner da den Goal rausnehmen, verstehe ich überhaupt nicht. Weil am Goal liegt es definitiv nicht. Ja gut, dann hat er ein bisschen ins Leere gegriffen, aber hätte auch verschieben müssen. Ist schön gemacht von den Lakers. 4-0. Und jetzt heisst es mal verteidigen. Wir wollen natürlich zu 0 stehen lassen. Für den Niefler das erste Spiel mit einem Shutout. Wäre natürlich mega geil, das noch gegen den SC Bern. Und das als schwächstes Team vor der ganzen Liga. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Davos auch jetzt underrated. Ah, wir trippen uns auch immer wieder selber mal ein bisschen aus. So, 2 Minuten 46 sind noch zu spielen. Und wenn wir gerade beim Niefler und seiner super Partie sind, könnt ihr gerne mal reinschreiben in den Kommentar, ob wir sollen eventuell Joner von Malvin Niefler anpassen. Die sind ja, glaube ich, in dieser Saison immer noch rot. Also letztes Jahr waren sie rot. Hat auch schon Weise gehabt. Oh, und wieder ein riesen Save. Da war er ganz allein vor dem Goal, gewesen, der Berner. Und trotzdem der Niefler mit einer riesen Parade. Mann, der spielt es momentan. Er hat uns im Spiel gehalten. Wunderbar. Ja, wir verlieren sie wieder. Ganz blöd. Ja, sollen wir da Joner verändern? Ich habe es ja bei Amir Piotr auch schon gemacht. Hat Joner dort angepasst in Real Life. Haben wir die Zeit genommen. Kann man die Zeit auch gerne nehmen in NHL 21, wenn es von euch gewünscht ist. Wenn ihr keinen Wert darauf legt, dass das so simulationsgetreu wie möglich ist, dann lohne ich natürlich Joner. Passet ihr bei den Goalies nicht an. Das überlasse ich jetzt einfach einmal euch. So, vorchecken. Berner machen wieder Druck. Es ist eigentlich genauso wie die letzten 20 Minuten, 5 Sekunden. Wow, und das Spiel. Nein, sie haben noch eine Möglichkeit. Wieder am Goal vorbei. Und das Spiel geht 4-0 an die Lakers. Aber der Schluss war sinnbildlich für das Spiel vom SC Bern. Sie machen Druck, aber sie kriegen die Kiste nicht rein. Irgendwie fehlt es einfach an Genauigkeit am Zielwasser. Oder wir haben einfach ein ausgezeichneter Malvin Niefler, wo da hellblaue Schoner hat. Also da können wir gerne reinschreiben, wie wir da die Schoner anpassen sollen. Und wir werden nachher noch die Statistik anschauen. Da können wir auch mit reinschreiben, welcher Spieler eventuell traded soll werden, wer wir draften sollen, wenn wir noch schauen, welche Spieler zur Auswahl stehen für den Draft.
was heißt da, Draft, für Free Agent, was redet ihr da auf? Wenn ihr wollt wissen, was für ein Spieler bei der Free Agent zur Verfügung steht, dann schauen wir als erstes Let's Play noch an. Da zeige ich euch die Spieler, die zur Verfügung stehen. Aktuell tendiere ich auf den Center, 14-0, also. Und Mario Nifer, 21 Parade. Das ist natürlich gut. Jacks haben wir viel mehr gemacht, Schüsse aufs Goal haben wir weniger gehabt. Dann seit der Offensive, seit der Defense hat Bern mehr gehabt, komischerweise. Passgenauigkeit haben wir nicht so gut gehabt. Bullis gewonnen, 7-11, und das ist schlecht gegen KI. Also da könnt ihr gerne hinschreiben, wenn ihr sagt, Pico, ich denke eher ein Center soll es werden. Momentan tendiere ich auf ein Center. Ihr habt sie auch schon reingeschrieben als Vorschlag. Also da die Abstimmung. Was für einen Spieler sollen wir uns holen, um Trappersville Iona Lakers zu verbessern? Saisonstart ist gelungen, aber das heisst natürlich noch nicht, unser Team noch nicht so stark, damit wir können um den Titel kämpfen. Das ist ja jedes Jahr unser Ziel, den Meisterschaftstitel holen hier. Das Jahr mit der Trappersville Iona Lakers. Und erstmal danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video, euer Pico und tschüss!